Wofür braucht man diesen Schlüssel? Wollt ihr es gerne wissen? Hab hier ein Rezept gefunden. Diesen Schlüssel braucht man, um das da herauszuholen. Was es genau wird, das zeige ich euch jetzt. Wir verraten es. Ein Dosenwurstburger. Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus? Die Zutaten. 250 Gramm Sauerkraut. 4 Burgerbrötchen. Eine Zwiebel. 400 Gramm Corned Beef aus der Dose. Yummy. Ich glaube, das wird sich in Deutschland niemals ausbürgern. Es wird immer noch gebürgert und gebürgert, aber das ist so ein skurriles Rezept. Mit Sauerkraut, mit Speck, mit Dosenfleisch, mit Schinken. Kein Ketchup. Dafür machen wir uns aber ein anderes Süßchen und da halten wir uns komplett ans Rezept. Und wo fangen wir an? Zwiebelchen schneiden. Sucht man Burgerrezepte im Netz, bekommt man über 16 Millionen Vorschläge. Und einer davon ist der Dosenwurstburger. So, und jetzt kommt's. Wir machen nämlich die Soße, die Auflage für unseren Burger. Und da braten wir die Zwiebeln etwas an. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Mag's auf dem Burger auch gerne, wenn man die Zwiebeln ein bisschen scharf anbrät und nicht so roh da oben drauf packt, weil die ziehst du nachher sowieso da raus. Und wenn ich rohe Zwiebeln esse, muss ich für die nächsten 2 Stunden besser keinen Besuch empfangen. Und wie man es besser macht, schiebt Dirk gleich hinterher. Küchentipp, wenn ihr wollt, dass Zwiebeln richtig schön anrösten, lasst sie doch einfach braten oder gebt noch ein Stückchen Butter dazu, dann braten sie noch schneller an. Das Sauerkraut soll Dirk auch anbraten. Deshalb habe ich vermutet, dass dieses Rezept aus dem süddeutschen Raum ist. Da wird das Sauerkraut nämlich tatsächlich auch mit braun gebraten. Während der eine Hoffmann noch etwas Sauerkraut nascht, geht der andere Hoffmann mit uns einkaufen. Denn ein guter Burger braucht natürlich das perfekte Brötchen. Zu einem richtig guten Burger brauchst du einen richtig guten Bun. Oder ein Brötchen, wie wir in Deutschland sagen. Und dann gibt es ja so diese ganz normalen, dann gibt es die mittlerweile hier mit Vollkorn, die sind auch etwas fester. Aber die regulären sind mir einfach zu matschig. Und wenn das Fleisch drauf kommt, die gehen gleich auseinander. Der läuft die ganze Soße da drauf und runter über die Hände durchs Gesicht. Und deshalb nehme ich gerne die hier Brioche-Teig. Was heißt das? Da ist viel Butter mit drin. Das macht die ganzen viel, viel fluffiger. Und ihr könnt die ganz toll auftoasten. Die esse ich auch gerne zum Frühstück so. Die nehmen wir mit. Dirks Lieblingsburger braucht auch Speck. Könnte lecker werden heute. Sauerkraut, Zwiebeln brauche ich nicht zu würzen, weil wir nehmen süßen, grob gekörnten Senf dazu. 5 Löffel. Und jetzt, damit da ein bisschen Fett dabei kommt, so einen ganzen Hammer Schmand. Man kann auch Creme Fraiche nehmen. Aber hier sind tatsächlich 10% weniger Fett drin. Ob das jetzt eine große Rolle spielt, kann ich euch nicht sagen. Ein richtig guter Burger geht nun mal auf die Hüften. Allein das Burgerbrötchen hat über 200 Kalorien. Da muss man Kalorien sparen, wo man kann. Freunde, und das kommt tatsächlich auf unsere Burger. Den Speck einmal wenden und dann lässt Dirk ihn etwas abtropfen. So, und jetzt hier ganz wichtig, steht so im Rezept, Speck ist schön knusprig gebraten. Und dieses Brät hier, dieses Fett, behalten wir, um unsere Buns aufzutoasten. Warum nicht? Und wofür ist der geheimnisvolle Schlüssel? Also, jetzt bin ich ganz fasziniert. Schau mal hier. Das gibt es noch. Also, das hat man, glaube ich, schon in Urzeiten der Konserve genutzt. Gut, Corned Beef kennen wir sehr wahrscheinlich als kalten Aufschnitt. Das hat sehr viel Gelatine. Kann man kalt, kann man warm essen. Aber hier im Rezept steht, ich soll die jetzt auch noch in Burger formen. Dafür habe ich mir extra hier dieses Utensil besorgt. Und dann abbraten. Ein sehr skurriles Rezept. Jetzt wissen wir endlich, wofür Dirk den geheimnisvollen Schlüssel braucht. Da kannst du ein Haus von bauen.
Oder einen Burger. Doch zuerst bringt Dirk das Dosenfleisch in Form. Soll ja auch optisch wie ein echter Burger aussehen. Jetzt drücken wir das. Es riecht ein bisschen wie Hundefutter. Es sieht auch ein bisschen aus wie Hundefutter. Und ich glaube, jeder Hund würde sich auch darüber... Ey, hier! Hallo? Sieht doch cool aus. Meine Herrschaft, was ich hier alles mitmache. Meine Nerven. Hör mal mit dem ganzen Spaß auf. Eins kann ich euch sagen, also meine Oma, Sibylle Agnes Erner, die haben sich gefreut, wenn die nach dem Krieg so ein Döschen Corned Beef gekriegt haben. Nur mal so am Rande. Das riecht doch wirklich wie Hundefutter, ne? Aber meine Jury isst ja alles. Die vertrauen mir. Apropos Dosenfleisch. Das bekommt man nicht an der Frischtheke, sondern hier. Fleisch aus der Dose, Dosenfleisch, da gibt es ja reichlich. Da gibt es hier als Brotaufstrich, gibt es alle möglichen Dinge. Aber für unser Rezept brauchen wir einen Klassiker. Klassiker, da kennen sogar noch bei uns die Rentner. Corned Beef aus der Dose. Und das hier kann man noch mit diesem Schlüssel so richtig schön aufdrehen. Das ist sehr, sehr würzig. Und das kann man tatsächlich sogar in die Pfanne hauen und braten. Deshalb nehmen wir das. Mit. Im Original ist Corned Beef eine gekochte und gepökelte Rinderbrust. Daher sollte Hoffmann sie nicht zu scharf anbraten. Wir wollen es ja auch nur auf Temperatur, denn das ist schon mehr als gar. Jo! Das hätte ich nicht gedacht. Also wenn man es nicht wüsste, könnte man jetzt wirklich glauben, das sind so tiefgefrorene Fleischpads. Ja, während das da mal hinbackt, können wir jetzt schon mal unsere Buns auftoasten. Im Speckfett. Einer der eigenartigsten Burger, den wir jemals gemacht haben. Und bevor wir jetzt hier anfangen zu bauen, was darf nicht fehlen? Natürlich Käse. Es wird ein Cheese-Dosenburger. Noch eine Kelle Rahmsauerkraut, dann die Burgerpads und eine Scheibe Speck. Leute, wenn ihr wüsstet, was ihr manchmal so esst und das dann auch noch ins Internet setzt, das riecht hier komisch, es sieht sehr lecker aus, nur ob es schmeckt, das erzähle ich euch gleich. Ist dieser Dosenburger ein Gaumenschmaus oder ein fieser Gaumengraus? Manu, Polo und Jörn, bitte zu Tisch. Es gibt was Feines, ein Leckerli. Also erst dachte ich, das ist so ein komisches, fisseliges Fleisch, aber das schmeckt grandios. Unerwartet gut. Ein leicht säuerliches Aroma, was mir richtig gut schmeckt. Kaum zu glauben. Chef, echt jetzt? Hat was von einem Pulled Beef mit dem Sauerkraut dazu, den knusprigen Speck. Liebe Leute, ganz einfach zubereitet, sehr kostengünstig. Gaumen schmaus. Ein guter Burger muss nicht teuer sein. Einfach mal nachbraten.